Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Commodore Masteries mit mir, dem gleich. Ja, die letzte Folge in diesem Jahr, bevor, ja, Silvester ist. Mega cool. Hier schauen wir mal, also ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Müssen wir mal schauen, ob wir morgen noch ein Video bringen. Also heute dann. Aber jetzt erstmal gucken wir hier rein. Also, feiert schön und lasst es euch richtig gut gehen. Wir haben jetzt hier Mamas altmodische Schatulle und einmal den Dr. Mythic Dr. Zoidberg. Ist natürlich mega, 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 mega nice. Aber ich halte von dieser Schatulle nix. So, dann haben wir hier die Meatman Tire Box. Die ist schon nicht gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist allerdings, dass mir eben diese ganzen Kunstkombos nicht so gefallen. Aber was soll man machen? Kunst BGE ist nun mal als nächstes dran. Und da müssen wir jetzt irgendwie durch. Also auf jeden Fall die Meatman Tire Box, da habt ihr dann hinterher mehr raus als aus den Sonderangeboten. So, jetzt haben wir hier neu das Mythic Tina Pack. Und hier haben wir einmal Kunst bitte, Washington Hologramm, Reflections Dr. Amy Wong sind alles etwas ältere Karten. Also ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ihr die eine oder andere Karte bereits habt und dadurch dann fusen oder maxen könnt. Also, und Mythic Tina sowieso mega, mega geil. Auch wenn sie gerade ein bisschen doof aussieht, aber mega geile Karte. Hätte ich auch gerne. So, dann haben wir hier Mac Griffin. Und Mac Griffin, ja. Also 10 Euronen dafür auszugeben, finde ich, ist ein bisschen übertrieben. Da gibt es andere. Screen Repairer, Groff Community College, Dr. Banjo, Quahog Preschool, Mac Griffin und Steve Smith. Vor allem, weil sie ja auch schon mit drin ist, ne? Also hier definitiv aktuell die etwas bessere Box. Ja. Weil die ganzen Schule-Kombos sind tatsächlich noch besser als diese ganzen Kunst-Kombos. Aber wie gesagt, leider müssen wir uns ja drauf einstellen. So, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Dann gucken wir mal da rein, was da heute drin ist. Und da haben wir heute den Drunk Fry als allererstes. Und der Drunk Fry, das sieht folgendermaßen aus, ich werde das nie vergessen. Also, Drunk Fry war für mich wie ein Trauma gewesen. Muss dazu sagen, dass der Drunk Fry, also damals waren die Challenges noch so, dass man dann eine super Epic bekommen hat. Eine Power Epic. Als Pre-Combo. Und da war eben bei der allerersten Challenge war der Drunk Fry die Belohnung und ich habe mir den so gewünscht und war halt in Blau, ne? Und habe den damals nicht bekommen, weil ich noch nicht stark genug war. In dieser so sah der aus und ja, war schon ein bisschen gefrustet gewesen, aber egal. Heutzutage ist das nicht mehr so wirklich prickelnd hier. Wobei, wenn wir das Ganze jetzt mal maxen würden, schauen wir doch mal da rein. Maxed out sieht die Sache schon so aus. Dann haben wir hier den Drunk Fry, also Philip J. Fry mit der Pawtucket Patriot Ale beispielsweise. Dann kriegen wir den Drunk Fry da hinten raus mit 13-fach Grace. Aber es ist jetzt nicht so der Oberbringer. Muss man einfach so sagen. Ne, also, das Ding lohnt sich jetzt nicht mehr so krass. So, also das heißt, noch weniger Grund dafür 500 Gems auszugeben für einen Drunk Fry. Da gibt es ganz andere Kombos, die viel, viel kranker sind als das hier. So, da haben wir hier den Red Wagon Stewie, den werden die meisten von uns noch nicht gesehen haben, noch nie gesehen haben. War auch, glaube ich, noch nie in der. War der schon mal bei der Combo Mastery? Ich glaube nicht. Gucken wir uns mal den Red Wagon Stewie an. Stewie mit Fahrzeugkarten und das einzige ist eben dieses Golfball Escape, aber ja, da kommt dann halt irgendwas raus. Mit Cheers und das war's. Also, das ist hier unten die Mythic-Version. Selbst da, wenn die Mythic alleine schon stärker ist als die Combo, die hinten rauskommt. Ne?
Eigentlich beides, kann man schon fast sagen. Golfball Escape auch. Wenigstens Grace und Leech. Und was hat der Red Wagon Stewie? Cheers. Bro. Verein. So. Also das ist jetzt nicht so der Oberbringer. Gehen wir in die nächste rein, das ist der Gargoyle Hunter. Und auch hier wiederum. Gargoyle Hunter, den habe ich früher in der Anfangszeit sehr, sehr gerne gespielt. Da war ich total begeistert. Hier Professor Farnsworth mit dem Planet Express Schiff. Ja. Oder eben da unten mit dem Peter Copter. Mal was raus mit einer Mauer und mit Punch. Fand ich früher noch ganz cool. Aber ja gut, wenn man es jetzt hier sieht, also das ist tatsächlich, der hat First-Hitter-Qualitäten. Aber wer hat einen Professor Farnsworth maxed in der Mythic-Version und dann noch ein Planet Express-Schiff im Deck? Also das ist lächerlich. Aber trotzdem bin ich überrascht, dass da 45 Schaden im ersten Hit rauskommen würden. Aber ändert nichts an der Tatsache, diese Combo ist out of date, lohnt sich nicht mehr wirklich. So, und dann kommen wir zur allerletzten Combo. Da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Das ist die PTA Revelry, wobei das Problem ist halt, dass wir da tatsächlich eine Linda haben. Und die Linda, ja, die hat halt jetzt nicht so die Oberburner-Kombos, ja, das ist jetzt nicht so super mega stark, aber die PTA Revelry ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt aktuell sowieso beim Educated BGE. Also auch hier sieht man, haben wir schon 43 Schaden im First Hit und hat noch 16 Revanche. Das heißt, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Und wenn man das ganze Ding hier dann noch irgendwie mal noch 10% drauf machen würde, hätte man 24 Punch und 17 oder 18, je nachdem, Revanche, 23 Angriff und 73 Leben. Ja, und da ist das, da sieht die Sache dann doch schon ein klein wenig anders aus, nicht? Allerdings da unten hier mit der James Woods High School, die ist nicht ganz so stark, die Variante. Die Tom Landry Middle School ist die stärkere auf jeden Fall. Ja, muss jeder von euch selber wissen. Also wer tatsächlich eine Linda Belcher spielt, ich, wie gesagt, bin nicht so mega begeistert von der. Hat teilweise ganz gute Kombos, aber sind mir persönlich zu wenig. Und deswegen spiele ich sie nicht, aber wer sie eben spielt, jetzt könnt ihr mal hier 1000 Steine reinklatschen. Das lohnt sich dann auf jeden Fall, weil die PTA Revelry ist eine der stärksten Kombos, die es für die Linda Belcher gibt. Also, wenn euch dieses heutige Video geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich im Jahr 2019. Bis dahin haben wir alle hoffentlich gut reingefeiert. Haben alle noch unsere Finger, dann ist der eine irgendwie, was weiß ich, sich ein Kracher, ein Böller noch in der Hand hochgehen lässt. Alles schon erlebt. Zum Glück nicht viel passiert. Der Schreck war trotzdem da und der Schmerz auch. Aber immer schön vorsichtig sein, ne? Nicht übermütig werden und habt einfach Spaß. Genießt den Wechsel ins neue Jahr. Und ja, und da hoffe ich, sehen wir uns dann auch schon wieder. Und es wird auf jeden Fall bei uns weitergehen, solange wir müssen ja noch nicht, wir wissen jetzt nicht, wie es alles in 2018, was da alles auf, 2019, was da alles auf uns zukommt. Da gibt es ja diese neuen Paragraphen und dann gibt es bei uns hier Streamer-Regeln in Deutschland inzwischen. Und so weiter und so fort. Also die Anforderungen, die an YouTuber gestellt werden. Ich nenne mich jetzt nicht YouTuber, dazu sind wir noch zu klein, aber die an die Leute gestellt werden, die eben Videos auf YouTube hochladen, nennen wir es jetzt einfach mal so, nennen wir es jetzt nicht YouTuber.
sind echt krass im Moment, ja, und ja, es passieren teilweise manchmal Sachen, ne, dann greifst du dir an den Kopf und fragst dich, Leute, was soll das eigentlich, ja, also, wenn es dann heißt, auf einmal, ja, sollst dir plötzlich so eine Rundfunklizenz oder sowas besorgen, nur weil du ein paar Cent hier verdienst oder sowas, ja, oder. Gut, wir haben die ja nicht, weil wir haben ja noch unter 1000 Abonnenten und unter 1000 Abonnenten kriegst du sowieso nichts. Aber es ist momentan eine verrückte Zeit und wir müssen einfach mal schauen, wie es in 2019 weitergeht. Ich glaube nicht, dass YouTube sich das Ganze, die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Dazu steckt ein zu mächtiger Konzern hinten dran, Google. Und ganz ehrlich, no way. Ich glaube nicht dran, dass ihr Angst haben müsst, dass in 2019 eure Lieblingskanäle wegfliegen. Ich hoffe es nicht. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir so lange es geht weitermachen, je nachdem, was passiert, schauen wir mal. Ne? Also ich denke, dass wir auch im Jahr 2019 viel Spaß zusammen haben werden. Und jetzt rutscht gut rein, haut rein, macht's gut, ne? Ihr seid eine tolle Community und ja, bin echt stolz drauf, hier mit euch da die Zeit quasi zu verbringen. Also haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.